Machen. Keine allzu leichte Aufgabe allerdings, denn Preußen-Münster gehörte ja lange Zeit zum Kreis der Aufstiegskandidaten. Freudenfest oder Katerstimmung, Frank Dammann war in der Lohrheide. 2600 Zuschauer in der Lohrheide und die wollten natürlich schon heute den direkten Wiederaufstieg ihrer SG in die zweite Liga feiern. Wattenscheid 09 gegen Preußen-Münster, auch das Duell der besten Sturmreihe der Liga gegen die zweitbeste Abwehr. Und die Angriffsmaschinerie der schwarz-weiß gekleideten Gastgeber setzte die ersten Akzente. Sergio Aljevi, da waren erst 50 Sekunden gespielt. Trainer Ternhagen zunächst zufrieden, seine Mannschaft mit viel Druck in der Anfangsphase und mit schönem Kombinationsfußball. Werner Kempkes ist das. Erst 5 Minuten gespielt. Mitten in den Anfangsschwung der Wattenscheider, die die letzten 7 Spiele in Folge gewonnen hatten, die Preußen mit Olaf Buschgötter auf Raphael Gebka. Die überraschende 1:0-Führung für die Gäste in der 10. Minute. Vorausgegangen allerdings ein grober Schnitzer von SG-Torwart Peter Martin, der offensichtlich zu unentschlossen aus seinem Tor herauskommt. Wattenscheid ließ sich davon aber nicht irritieren, im Gegenteil, wenig später dieser Freistoß von Frank Süß. Eine passende Antwort auf die frühe Preußenführung. Der anschließende Eckball. Hilko Ristau, der Sportstudent. 1:1 Ausgleich. Wattenscheids Manndecker dabei aber, das wird die Zeit nur bezeigen, völlig ungedeckt und ohne Mühe. Der Tabellenführer jetzt wie befreit. Der Gedanke an den möglichen Aufstieg schien die Mannschaft zu beflügeln. Markus Feinbier prüft hier. Gästekeeper Dirk Teichmann. Münster jetzt in der eigenen Hälfte eingeschnürt und Wattenscheid weiter gefährlich. Kopfballverlängerung Teichmann und Stefan Fengler steht goldrichtig das 2:1. 28 Minuten gespielt und auch hier begünstigt durch einen Torwartfehler. Mit dem frühen 0:1 hatten die Münsteraner den Tabellenführer wohl gezwickt und die Rechnung bekamen sie jetzt. Das 3:1 kurz vor der Pause durch Markus Feinbier, dessen Torhunger zurzeit unstillbar scheint, sein 12. Treffer im 13. Meisterschaftsspiel für Wattenscheid. Insgesamt jetzt 22 Tore auf seinem Konto. In der Halbzeit dann Informationen aus Aalen heiß begehrt. Der Spielstand dort 0:0, zu diesem Zeitpunkt Wattenscheid in Liga 2. Nach dem Wechsel Wattenscheid weiter hoch überlegen und immer wieder mit Torchancen. Wie hier durch Torjäger Markus Feinbier, der seinen 23. Saisontreffer gleich mehrfach auf dem Fuß hatte. Auch in der Folgezeit spielte nur eine Mannschaft in der Lohrheide und das war der Tabellenführer aus Wattenscheid. Spielmacher Frank Süß, der ein gutes Spiel machte, auf André Gumprecht. Doch das Tore schießen nicht gerade seine Stärke. Danach die Luft etwas raus aus dem Spiel. Aber nach gut 80 Minuten wieder der Torjäger Markus Feinbier. Ein weiteres Highlight, sein 4:1, der 23. Treffer, der den Wattenscheidern endgültig zur Meisterschaft verhilft. Denn zur gleichen Zeit die frohe Kunde aus Aalen, Oberhausen dort mit 0:2 in Rückstand. Und das Grund genug für die SG-Fans auf der Tribüne so richtig abzufeiern. Dann 16.50 Uhr Schlusspfiff in der Lohrheide. Die Mannschaft von Präsident Klaus Steilmann hat es geschafft. Der direkte Wiederaufstieg ist perfekt. Die Bilder danach sprechen für sich. Markus Lindemann dann im Gespräch mit den Hauptdarstellern. Kommen Sie sich möglicherweise so vor wie Julius Caesar im alten Rom, Veni, Vidi, Vici, ich kam, sah und siegte? Ja, sicherlich irgendwo schon. Ich meine, obwohl es eine ganz schwere Aufgabe war, ich sag mal, für mich hier am Anfang dementsprechend da eine Mannschaft zusammenzufügen, aber
Ich bin irgendwo fasziniert von der Leistung der Mannschaft, wie sie praktisch sich im Laufe der Meisterschaft dementsprechend zusammengefunden hat und wie sie praktisch die letzten Spiele gespielt haben. Mein Kompliment an die Mannschaft, das war hervorragend, das war super. Es gibt also da gar keinen weiteren Ausdruck für. Es war ja wirklich ein ganz schlimmes Jahr, das vorige Jahr. Und mit einer so neu zusammengestellten Mannschaft diesen Erfolg zu erringen, das finde ich sensationell. Und ich finde auch, dass wir wirklich eine super harmonierende Mannschaft zusammen haben, die eben sich so gefunden hat, dass sie eigentlich unschlagbar ist. Nächste Woche gibt es eine verspätete Vatertagstour nach Ferl? Ja, auf alle Fälle. Also ich schätze schon, dass wir unheimlich viel Spaß haben werden. Und das haben wir uns aber auch alle verdient. Also muss ich nochmal sagen, Kompliment an unsere Mannschaft. Ich glaube, dass wir verdient aufgestiegen sind. Ja, Glückwunsch auch von uns an Wattenscheid. Und